Das ist die Familie Johnson. Sie wurde zur Familie des Jahres in Stanford gewählt. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von New York. Der Vater ist ein prominenter Chirurg, die Mutter ist Maklerin und der älteste Sohn ist Börsenhändler an der Wall Street. Die kleineren Kinder gehen noch zur Schule. Diese Familie wird Ihnen gefallen. Wir hatten wirklich Glück, so eine gebildete, kultivierte und sympathische Familie zu finden. Sie erfüllt alle Anforderungen und würde schrecklich gern nach Holland kommen. Die Mädchen klappern schon in Holzpantinen durch die Gegend. Schön, um nochmal zusammenzufassen. Es geht um ein Austauschprogramm zwischen unseren beiden Ländern. Das ist richtig. Eine amerikanische Familie wird eingeladen, für ein Jahr Gast in Holland zu sein. Und wir schicken dafür eine nette holländische Familie in die Vereinigten Staaten. Wenn dieses Programm Früchte trägt, werden weitere Familien folgen. Mit dem Kennenlernen einer neuen Kultur und der Erforschung eines fremden Lebensstils erweitern diese Familien ihren intellektuellen Horizont. Was auch zu einem besseren Verständnis unserer beiden Nationen beiträgt. Wenn dieses Programm wirklich erfolgreich ist, leben wir vielleicht eines Tages in einer Welt des Friedens. Und der Liebe. Und des Verstehens. Das wird ein schöner Tag sein. Nun ja, die Johnsons scheinen schon mal eine sehr gute Wahl zu sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es Ihnen schwerfallen wird, William, in dieser blühenden Stadt eine entsprechende Familie zu finden. Wir suchen also jemanden für ein Jahr. Im Augenblick schon, aber wie bereits gesagt, wenn die Dinge gut laufen, könnten Sie vielleicht auch länger bleiben. Vielleicht für immer? Amerika ist ein unglaublich großes und schönes Land. Da kann man leicht verloren gehen. Verloren gehen? Na gut, ich glaube, wir haben die perfekte Familie für Sie. Hey, haut rein, ihr Säcke! Das verdammte Taxi kann jeden Augenblick hier sein. Was willst du mit dem ganzen Plunder? Hast du dir keinen Wolf, Klaus, sonst geht dir bei den Bräuten da drüben noch die Puste aus. Was für ein paar Bräute? Na, in Amerika. Das wird eine höllisch geile Party, da gibt's scharfe Tanten bis zum Abwinken. Sie brechen auf, wurde aber auch Zeit. Ich glaube, Sie werden mir sogar fehlen. Sie haben doch niemandem was Böses getan. Nichts Böses getan? Abartiges Gesocks ist das. Ein Jahr lang haben sie die Nachbarschaft tyrannisiert. Die sind völlig pervers. Hüpfen nackt im Garten rum. Und ihre Mutter ist ein richtiges Tier. Die frisst sogar Hundefutter. Wir sollten Gott danken, dass wir noch am Leben sind. Sie haben eine andere Lebenseinstellung. Das war ein Skandal, dass der Stadtrat diese Leute überhaupt auf uns losgelassen hat. Halleluja. Vertickst du jetzt Dachziegel? Hey, kommt Opa auch mit? Hm? War nur ein Witz. Oh, Scheiße. Du bist wohl voll von der Rolle. Was tust du, du alte Schlampe? Und dich mache ich auch gleich platt, du Bastard! Au! Au! Wie war der Name der Familie doch gleich? Flodder. Flodder. Flodder? Mhm. Seltsamer Name. Och, ein typischer Name für die Klingt doch ganz witzig. Wie darf ich das verstehen? Hört sich so an, als ob das eine lustige Familie wäre. Die machen ihrem Namen doch hoffentlich alle Ehre. Ist das nicht diese vollkommen asoziale Familie? Das ist hoffentlich bloß ein Witz. Nein, ich meine es bitter ernst. Ah, Werner, da sind Sie ja endlich. Wir warten schon. Tut mir leid, dass ich ein bisschen spät dran bin, aber ich hatte eine Panne. Das ist unser zuständiger Kollege vom Sozialamt. Er wird den Fall abwickeln. Er ist sehr mit der Familie vertraut. Schönen guten Tag, Herr. Freut mich, Sie kennenzulernen. Entschuldigen Sie die Verspätung, ich wurde aufgehalten. Also, Sie kennen diese Familie? Die Familie? Welche Familie? Mein Lieber, ich habe eine Überraschung für Sie. Ach ja? Was für eine? Habt ihr alles zusammengepackt? Logo, alles unter Dach und Fach. Ich bin schon ganz wild auf ein Jahr in USA. Und du, Kees?
Weiß nicht, Johnny. Irgendwie ging's hier auch gut ab. Na ja, aber du musst doch mal deinen Horizont ein bisschen erweitern. Wer zum Geier stört da? Ma, die Typen sind vom Fernsehen. Was für ein Fernsehen denn? Mrs. Flodder? Wenn's unbedingt sein muss. Peters vom Frühstücksfernsehen. Ah. Können wir ein kleines Interview mit Ihnen führen? Wen wollen Sie verführen? Was springt dabei raus? Also normalerweise zahlen wir zwei große Lappen. 200 Gulden? Nein, zwei Riesen, Mann. Sonst kannst du dir dein Interview sonst wohin schieben. So, mal sehen. Ja, ich wusste doch, dass wir was haben. Das ist die ganze Familie. Schon ein altes Foto. Sehen richtig liebenswert aus, nicht wahr? Naja, jedenfalls sind sie anders. Das ist die Mama. Eine ganz entzückende Person. Und das ist der älteste Sohn Johnny. Er sieht ziemlich aufsässig aus. Ja, es gab da früher mal Probleme. Aber wirklich nichts Ernstes. Sie wissen doch, wie die Jugendlichen sind. Ich wäre stolz auf ihn, wenn er mein Sohn wäre. Und sehen Sie sich diese Tochter an. Ist sie nicht ein Schmuckstück? Ja, ja, allerdings. Ja, aber Ihre Kleidung, Sie sehen so zerlumpt und schmutzig aus. Das kommt daher. Da waren Sie gerade auf einem Kostümfest. Sie hatten sich als arme, verkommene Familie verkleidet. Ah. Sie waren der Renner des Abends, nicht wahr, Werner? Ja. Ich versichere Ihnen, das ist die ideale Familie für Sie. Wir lassen Sie nur ungern ziehen, nicht wahr? Ja, die sind was ganz Besonderes. Eine ätzende, einzigartige Familie. Waar ben je in godsnaam mee bezig, William? We kunnen die Amerikanen toch niet opzadelen met dat stelletje criminelen? Ik wil hier toch ten stelligste protest tegen aantekenen. Dit klinkt mij als discriminatie in de oor. Nou, Sjaki. De familie Flodder mag dan een gezin uit de sociaal lagere klasse zijn. Maar daarom zijn ze nog niet minder dan anderen. Is there a problem? No, not at all. We just couldn't agree if they should go by boat or by airplane. We noticed the family has no father. Well, nobody's perfect. War es für Sie eine schwere Entscheidung? Och, ich hatte am Anfang null Bock drauf, aber die haben mir versprochen, unser Haus wieder aufzubauen. Ist ja nicht schlecht, was? Seit fast einem halben Jahr stehen Sie und Ihre Familie im Mittelpunkt einer politischen Auseinandersetzung. Zwei Stadträte mussten ihren Hut nehmen und die Stadtverwaltung ist in zwei Lager gespalten. Musste es denn so weit kommen? Hat doch nicht die Bohne mit uns zu tun. Wir sind anständige Leute. Sie haben vor, für eine Weile nach Amerika zu gehen. Hey Mann, was soll das? Verpiss dich, Klaus. Die Typen machen nur ihre Arbeit. Das ist doch den Quatsch. Wie lange haben Sie vor, in Amerika zu bleiben? Ein Jahr habe ich Leuten hören. Aber erst mal abwarten, ob da die Post abgeht. Will sich ja schließlich keiner verschlechtern, nicht wahr? Aber Sie müssen doch froh sein, dass Sie diese Ruine endlich verlassen können. Was für eine Ruine, meinen Sie? Ich bin sicher, Sie werden mit unserer Wahl genauso zufrieden sein wie wir. Sie werden Holland einen großen Dienst erweisen. Haben Sie vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Danke für Ihr Entgegenkommen. Es war mir ein Vergnügen. Hat mich sehr gefreut. Und Wiedersehen. Wenn da irgendwas schief geht, möchte ich nicht in Ihre Haut stecken, William. Schieb keine Trauer. Ist doch nur für ein Jahr. Zu Hause ist zu Hause, Junge. Ja. Glauben Sie wirklich, das ist klug, die Flodders nach Amerika zu schicken? Amerika ist vielleicht nicht das Richtige für die. Unkraut gedeiht überall. Und wenn irgendwas schief geht, wir tragen die Verantwortung. Das gesamte Austauschprogramm könnte gefährdet sein. Gar nichts geht schief und Sie werden dafür sorgen. Sie werden sie nämlich begleiten. Was? Ich? Ja, Sie. Sie sind doch mit dem Pack befreundet. Sie dürfen das ganze Jahr mit denen da drüben verbringen. En, mevrouw Flodder, zijn we klaar voor de grote sprong? Welke sprong? Over de oceaan bedoel ik. We gaan toch nog wel vliegen, hè? Goed zo. Natuurlijk gaan we vliegen. Die mevrouw Flodder. Springen? Nee, ik bedoelde bij wijze van spreken. Kom op, alle ballen. Stinken doe je maar in je eigen tijd. Inpakken die handel. Hey, Sjaki, ouwe rukker. Alles kit? Hallo, Johnny. Hoe gaat ie? Uitstekend, Sjaki, uitstekend. Leuk reisje heb jij voor ons versierd. Zeg, Johnny.
Jullie zullen toch wel een heel klein beetje je best doen dat het daar een beetje gezellig wordt in Amerika. Tuurlijk, Sjaakie. Wat dacht jij nou? Van ons zou je geen last hebben, hoor. En Amerika ook niet. Wist jij dat we dit mee moesten nemen? Over mijn lijk. Wat maakt die nou? Het lijkt ons beter een groter busje te laten komen. Zo, die twee taxis waren toch ruim genoeg? Nou, één taxi lukt ook wel. Het spaart een hoop geld. Ik ben bang dat dat tegen de voorschriften is. Ik had u graag willen meenemen, maar zoveel personen en al die bagage. We hebben haast. We zijn al aan de late kant. Ganz schöner Stress, die Reisepässe und die Visa zu besorgen. Echt gut hingekriegt, Werner. Entschuldigen Sie bitte, aber... Ist was? Hier ist Rauchen verboten. Oh, so ein Schild ist praktisch, wollte ich schon immer mal haben. Hey. Vielen Dank. Ziehen mich mächtig nach Amerika. Platz dran, Kinder. Wir wollen den Piloten nicht warten lassen. Der hat sicher was Besseres zu tun. Brauchen Sie einen Träger? Mach eine Flocke, Mann. Das packen wir alleine. Alles klar, Werner? Wie gehört Ihnen das ganze Gepäck? Wem denn sonst, du Schnepfe? Sie haben Übergewicht. Werd mal nicht unverschämt, Kleine. Offene Strafzettel? 2600 Kröten? Werner? Bin schon unterwegs. Immer hacken die Bullen auf meinem Jungen rum. Morgen, Sir. Ich muss Sie durchsuchen. Ist das verboten? Einen Moment, bitte. Ich kann das alles erklären. Einen Augenblick, bitte. Keine Waffen? Eigentlich nicht, aber Sie können mich gern durchsuchen. Da wohnen Sie. Ist das auch eine anständige Gegend? Wir wollen ja schließlich nicht irgendwo hauen. Da machen Sie sich mal keine Gedanken. Die Gegend ist erste Sahne. Was für eine Sahne? Das sagt man so. Große Klasse und die Schule für die Kinder hat einen hervorragenden Ruf. Das sind sicher Sitzkissen. Da musst du dran ziehen.
Hey, ihr Saftsäcke, was treibt ihr da wieder? Tut mir leid, Ma'am, aber Zigarren sind an Bord nicht gestattet. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Aber die anderen Passagiere werden durch den Qualm belastet. Dann sollen die halt ein Fenster aufmachen. Schaff lieber was zu kübeln ran. In meiner Kehle herrscht Dürre. Oh, New York City ist die zweitgrößte Stadt der Welt. Und die größte Stadt der Vereinigten Staaten. Das Tor zu Neuen. Du solltest mal die Batterien wechseln. Was? Die Batterien sind im Arsch. Du sprichst wie eine Ente vorm Absaufen. Und ich dachte, in Amerika würden alle so sprechen. Mit dem Knallkopf jetten wir für ein Jahr über den Ozean. Glaubst du, wir finden uns da zurecht, Johnny? Wo? Na, in Amerika, wo sonst? Du musst nur immer sagen, nein, Mister, nicht bevor wir verheiratet sind. Warum sollte ich das sagen? Damit dir nicht jeder gleich in die Bluse grapscht. Bitte sehr. Danke. Oh, du hast wohl eine Hacke, oder was? Hey, so spricht man nicht mit einer Dame. Die hat mir fast die Flossen verbrannt. Ich bitte um Entschuldigung für meinen Bruder. Er hatte eine tragische Kindheit. Danke. Siehst du? Ganz schön auf Tuchfühlung. Hätte nicht gedacht, dass man sich hier so auf die Pelle rückt. Haut ordentlich rein, Leute. Buon appetito. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken anbieten? Ja, vielen Dank. Wirklich sehr schön kalt und sehr trocken. Ach nee. Na bitte, jetzt weiß ich doch wenigstens endlich, wo wir hingehören. Was hat denn das zu bedeuten? Haben Sie Tickets für die erste Klasse? Tja, meine Mutter sitzt nun mal nicht gern so eingezwängt und hier waren noch ein paar Plätze frei, also was soll's? Passt ja auch viel besser zu uns. Tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, zu Ihren Plätzen zurückzukehren. Ätz mich nicht an, sonst kurbel ich ein Fenster runter und häng deine Gurke zum Trocknen nach draußen, kapiert? Ja, los, schwör ab! Kein Problem, alles in Ordnung. Hey, das ist ja gar nicht das Klo, das ist das Cockpit. Ach, du meine Fresse, die mampfen ja. Müssen Sie denn nicht lenken? Nein, Kindchen, wir haben umgeschaltet auf Autopilot. Aha. Oh, sind das schöne Wolken. Ja, prächtige Wolken. Darf ich Ihnen noch eine kleine Aufmerksamkeit überreichen? Ja, sehr gerne, danke. Was ist denn das? Köstliche Pralines mit Trüffeln. Wo sind Klaus und Käse? Wir haben sich zusammen aufs Klo verdrückt. Diese abartigen rammeln überall, sogar am Flugzeug. Muss die dünne Luft sein. Ich geh sie mal holen. Bring mir was zu schlucken mit. Vom Fliegen kriegt man einen Mordsbrand. Und das ist der Höhenmesser. Er sagt uns, wie hoch wir fliegen. Muss kompliziert sein, das hier alles im Auge zu behalten. Ja, das ist gar nicht so einfach. Und so schalten wir wieder um auf manuellen Betrieb. Das heißt mit der Hand. Ist ja heiß. Kann ich das auch mal versuchen? Nein, tut mir leid. Verstößt gegen die Bestimmungen. Klaus? Prompte Bedienung. TA 643, Sie haben jetzt Landeerlaubnis. Wie war Ihr Flug? Danke, das Übliche. Na, Mrs. Flutter, was ist das für ein Gefühl?
Ihre ersten Schritte in der neuen Welt. Neue Welt? Was soll daran neu sein? Sieht doch ziemlich abgewichst aus. Naja, man kann ein Land nicht nach seinen Flughäfen beurteilen. Warten Sie erst mal ab, bis Sie Manhattan sehen. Wir werden da die Nacht in einem Hotel verbringen und morgen fahren wir weiter. Kinder, hört mit dem Scheiß auf, wir sind jetzt in Amerika. Die dünne Luft da oben hat mich echt umgeknallt. Das ist doch nicht normal. Normal ist doch bei dir noch nie was gewesen. Kannst du auch mal. Sind wahrscheinlich Hottentotten. Не волнуйся, все будет в порядке. Ach, du Schande. Was sind denn das für Missgeburten? Penner. Могу я вам помочь? Могу я вам помочь? Нет, спасибо. Okay, ihr wartet hier. Ich besorge uns einen Wagen. Ja, mach mal, Werner. Nur damit das klar ist. Wir tun's nicht unter einer Limo. Ich tu, was ich kann, Johnny. Bring gleich zwei mit. Ich hab auch einen höllischen Brand. Eine Limousine, nicht zu trinken. Das ist ein Auto. Hallo, Zentrale. Hier ist Jack. Wie sieht's mit dieser russischen Delegation aus? Moment, das war doch eine Gruppe von 6 Leuten, oder? Genau, die von der Medizinerkonferenz. Die warten im internationalen Ankunftsbereich C. Okay, danke. Ja, verdammt, das muss doch irgendwie aufgehen. Ich kann nicht zahlen, ich kann meine Kiste auch aufgehen. Also, wer sagt's denn? Wirklich geil, hey, dieses Amiland. Ist ja mehr als abgefahren. Hier, 1, 2, 3, 4. Was ist denn das für ein... Was wartet denn hier in der Tüte? Russischer Wodka. Hast du schon wieder was getrimmt? Hat Klaus organisiert. Na schön. Und was ist das? Das soll wohl Kaviar sein. Muss ich sehen. Lappen auf dem Kopf. Das ist mein Lappen. Oh, lass mein Lappen da. Stinkt nach eurem Fisch. Ja, das gehört sich so. Kann trotzdem furchtbar schmecken. Was weißt du denn davon? Die stehen in der Mitte. Hier, polier mal dein Russisch auf. Jetzt gib mir meinen Lappen wieder her. Johnny, da geht dir die Hose auf mit Miss Russland. Wow. Wir hätten nach Moskau fahren sollen. Das sind Sie sicher. Hoppla, hätte ich dem Blumen gar nicht zugetraut. Hallo. Perestroika, Glasnost? Ich fahre Sie zu Ihrem Hotel. Wow, was für ein abgefahrener Schlitten. Eine echte Limo, was, Johnny? Ja, Werner muss man rechtzeitig stecken, wo es lang geht. Er weiß, wer hier der Boss ist. Ich sitze. Von mir aus kann's losgehen. Hey, hier drin kann man sich ja richtig lang machen. Ist das der letzte Koffer? Ja, das ist alles. Verzeihen Sie, sind Sie von der Roosevelt-Stiftung? Nein, nein, bin ich nicht. Oh. Sie sind doch nicht etwa in Trinken gegangen. Wie soll ein normaler Mensch von sowas satt werden? Was ist denn, müssen wir kein Geld tauschen? Klar, ich check nachher mal, wie der Dollar steht. Na, am besten wir machen eine Bank klar. Du hau doch nicht gleich so auf den Putz. Du musst zugeben, bis jetzt läuft der Trip einsame Spitze. Russland kalt um diese Jahreszeit? Ja, lausig kalt, glaube ich. Schweinekalt. Was mischt er sich da ein? Er wollte wissen, wie das Wetter in Russland ist. Vielleicht hat er Verwandte da. Möchte wissen, wo Werner steckt.
Um den brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der darf vielleicht nicht Limo fahren. Wir sind eben nicht alle gleich. Wie war dieser Name doch gleich? Flodder. F-L-O-D-D-E-R. Ist gut, Sir. Ich werde Sie ausrufen. Danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Sir. Hm? Familie Flodder wird gebeten, sich am Informationsschalter in der Ankunftshalle zu melden. Familie Flodder, bitte melden Sie sich am Informationsschalter. Oh. Hey! Sir, das ist mein Wagen. Ach ja? Hier ist absolutes Halteverbot. Aber ich bin gerade erst angekommen. Ich komme aus Holland. Das freut mich für Sie, Sir. Willkommen in Amerika. Aber ich habe meine Familie verloren. Mein aufrichtiges Beileid, Sir. Okay, schlepp die Kiste ab. Schönen Tag noch, Sir. Aber... Kinder, hier wimmelt nur so von Kriminellen. Da vorne ist ein McDonald's. Gibt's in Amerika auch? Zum ersten Mal hier? Aha. Wie wär's, wenn ich Ihnen heute Abend die Stadt zeige? Ich weiß, wo was los ist. Ich kenne die abgefahrensten Plätze. Wir sollen wieder abfahren? Nein, kommt nicht in die Tüte. Hier laufen ja scharfe Schoten durch die Gegend. Was habe ich dir gesagt? Das reinste Gewächshaus. Nama, was sagst du? Ach, in der Glotze sieht's besser aus. Hoffentlich ist das Hotel brauchbar. Meinst du wirklich, hier kann man ordentlich proben? Ach komm, Ma, für eine Nacht wird's schon gehen. Es gibt Schlimmeres. Das soll ein Hotel sein? Glaubst du, das ist alles echtes Gold? Platz, Süßer, mach Platz! Lass mich los! Das tut weh! Ah! Platz, aus! Platz, Whisky! Aus! Weg! Ja, die dämliche Töle geht schon auf den Zahnfleisch. Diese Bestie weg! Au! Oh. Grundgütiger, wer ist das? Das ist ja gemeingefährlich! Ich fürchte, das sind unsere russischen Gäste. Schönen guten Tag, mein Name ist Hamilton. Ich bin der Manager dieses Hotels. Wir freuen uns, dass Sie unsere Gäste sind. Hatten Sie einen angenehmen Flug? War okay, ja. Schön. Wir werden tun, was in unserer Macht steht, um Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Normalerweise ist es nicht erlaubt, Tiere mitzubringen. Aber bei Ihnen machen wir natürlich eine Ausnahme. Jetzt möchten Sie sich bestimmt frisch machen, ein Bad nehmen oder sich ausruhen. Leroy wird Ihnen die beiden Suiten zeigen, die wir für Sie reserviert haben. Und falls Sie irgendetwas wünschen, zögern Sie nicht, danach zu fragen. Danke. Bin zufrieden. War ein richtig geiler Vortrag, Alter. Wer weiß, in was für ein Loch die uns steckt. Wenn uns die Zimmer nicht antören, machen wir uns eine Halle breit. Ja, gar keine schlechte Idee, Johnny. Ist ja auch von mir. Ich weiß ja, dass die da drüben Probleme haben, aber das ist doch die Höhe. Aus welchem Teil Russlands kommen die? Aus dem Übelriechenden, würde ich sagen. Musik.
Ja, stellen Sie durch. Hallo, Jack, sind Sie's? Hier ist Werner. Hallo, Werner. Hier ist Jack. Wie läuft's denn so? Tut mir leid, dass wir nicht zum Flughafen kommen konnten. Wie war der Flug? Ganz gut, aber... Gut, gut. Und wie geht's unserer Familie? Ja, tut mir leid, da gibt's ein Problem. Ah, gut. Ein Problem? Ja, ich bin sicher, wir werden das lösen können. Sie sind verschwunden. Ja, was meinen Sie denn mit verschwunden? Naja, ich wollte einen Wagen besorgen und als ich zurückkam, waren Sie weg. Wie kann denn sowas passieren? Sind Sie noch am Flughafen? Ja, soll ich zur Polizei gehen? Nein! Nein, wir brauchen keine Polizei. Ich bin sicher, dass wir das Problem allein lösen können. Naja, das hoffe ich sehr. Die haben nämlich meinen Koffer mitgenommen. Kommen Sie erst mal in mein Büro, dann gehen wir gemeinsam der Sache auf den Grund. Ist gut. Ich wusste, dass es mit denen Ärger gibt. Was sind denn das für alberne Flaschen? Da kommt man ja aus dem Schrauben nicht mehr raus. Naja, egal. Genau das Richtige. Nie hat man Ruhe. Sie hatten Zimmerservice bestellt, Ma? Zimmerservice? Hey, Kinder, wer hat die Karre mit dem Fraß bestellt? Na, wir! Lass das Futter mal anrollen! Was gibt's denn da zu klopfen, James? Sollen wir ewig warten? Hierher! Oh, das ist Lachs! Wohl bekommst den Herrschaften. Oh. Hey, Kareltje. Zit je tevreden? Hoe laat is het dan? Nee, het is hier nog hartstikke dag. Hé? Nou, we gaan zo even de stad in. Nee, kan het je wel aanraden, hoor. Dat Amerika dat heeft van wat. Jij ook, Johnny? Is de paus katholiek? Weet jij wat de dollar doet? De dollar doet onze hoop genoegen. Let maar eens op. Amerika is het land van de ongekende mogelijkheden. Paroos. Proost. Verzeihen Sie bitte, ich habe es ziemlich eilig. Das ist mit jedem so in New York. Wirklich ein gediegenes Haus. Ich bin beeindruckt. Da vorne ist der Empfang. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind von der Roosevelt-Stiftung. Wir möchten zu der russischen Delegation, die hier wohnt. Ich fürchte, die sind eben ausgeflogen, Sir. Sie sind nicht da, aber wir waren doch hier verabredet. Haben Sie nicht gesagt, wann Sie zurückkommen? Nein, das haben Sie nicht gesagt. Ich habe mich so darauf gefreut, Sie endlich mal kennenzulernen. Und ich hatte so auf einen Vorgeschmack von Dr. Sikorskis Rede gehofft. Na ja, dann müssen wir eben bis heute Abend warten. Bitte überreichen Sie der Delegation diese Einladung. Und geben Sie ihnen Bescheid, dass um 6:30 ein Wagen kommt, um Sie zu der Party abzuholen. Wird erledigt, Sir. Und ich hoffe, dass Sie alle heute Abend die Party genießen, Sir. Vielen Dank. Gern geschehen, Sir. Hoffentlich sind Sie da noch nicht allzu erschöpft. Gönnen wir Ihnen doch das Vergnügen. Solche Menschen geben immer so viel und bekommen so wenig. Das ist wahr. Da
Bei dem Dreck kriegt man ja richtige Heimatgefühle. Hier ist alles viel abgedrehter. Wie wär's mit einer kleinen Nummer? Lass dich nicht von jeder Torte angraben, bei denen holst du dir nur was weg. Wie viel sind denn 10 Dollar, Johnny? Zu wenig für einen Tripper. Ja, ja, dichter zusammen. Ja, halt, gut so. Ja, wohl einer eine Waffe. Hör auf! Bist du schwul oder was soll die Hampelei? Al die straten hebben nummers? Ja, dan kun je ze mooi uit elkaar houden. Nou, hier. Wall Street. Dat lijkt me wel wat. Wall Street? Wat is dat? Ja, dat is zoiets als de balletjes, weet je wel. Daar gaat ook een hele hoop geld om. Dat lijkt me wel iets van jou, Kees. Iets met aandelen en zo. Aandelen? Ja. Ik zijn er. Dat kun je rijk van worden. Als je er genoeg hebt. Je moet ze kopen, ze laag staan en verkopen, ze hoog staan. Ja, zo simpel is dat. Amerika is het land van de ongewenste mogelijkheden, Henkie. God bless you. Maar, we moeten nog één ding zien. Wat is dat, jongen? Het vrijheidsbeeld. Vrijheidsbeeld, wat is dat? Het symbool van Amerika, dat ken je toch wel? Dat wijf met het boek en die fakkel. Ik hou wel van beeldjes. Laten we maar eens gaan kijken of ze dat hier een beetje kunnen. Wir gleich mit, bis uns jeder Ami kennt und verschreckt sein Haus abbrennt. Haben wir uns gerade ausgedacht, die Stadt ist echt ein Hit, da mischen wir gleich mit. Ich weiß. Ich weiß. Und wie war Ihr Tag? Naja, wir haben erstmal der Freiheitsstatue die Füße geküsst. Das freut mich für Sie. Hier sind Ihre Schlüssel. Und hier sind Ihre Einladungen für die Party heute Abend. Party? Um 6:30 wird sie eine Limousine abholen. Eine Limo? Um 6:30, ja. Voll cool. Gerne geschehen, Sir. Danke und schönen Tag noch, Meister. Was hast denn da, Johnny? Jetzt schnalle ich das erst. Werner will eine Party schmeißen. Kleiner Überraschungsgag. Eine Party? Haut ja mächtig auf den Putz. Wann? Heute Abend? In einer Stunde holen die uns schon ab. Der süße kleine Werner hat eine Menge auf dem Kasten. Werner, du alter Wichser. Hier ist geschlossen, Sir. Aber ich habe eine Verabredung. Tut mir leid, Sir. Es ist bereits 5:00. Hier arbeitet niemand mehr. Aber ich bin im Verkehr stecken geblieben. Das kann ich nicht ändern, Sir. Sie müssen morgen früh wiederkommen. Einen schönen Abend noch, Sir. Glaubst du, was das für eine Party ist? Kein Schimmer, wir peilen mal die Lage. Wenn nichts los ist, machen wir eine Fliege. Hauptsache, da gibt's was zu saufen. Die paar Mini-Bullen im Hotelkühlschrank, die sind ja ein Witz. Hoffentlich gibt's da auch Musik. Ja, ich würde auch gerne ein bisschen. Mit Sicherheit hat Werner dafür gesorgt. Der weiß doch, was richtig fetzt. Tja, tut mir leid, Sir. Wir sind ausgebucht. Aber ich habe doch bei Ihnen ein Zimmer für 7 Personen bestellt. Ich komme aus Holland. Dann hätten Sie sich bis 6 Uhr bei uns melden müssen. Aber ich muss doch irgendwo schlafen. Ich sitze voll in der Patsche. Das tut mir leid, Sir, aber wir haben einfach kein Zimmer frei. Aber vielleicht könnte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Ja?
hat doch richtig Stil, Leute, oder? Tja, das scheint sich um eine größere Veranstaltung zu handeln. Sehr gut, Champagner. Das muss jetzt sein. Ich kann es kaum erwarten, den russischen Wunderarzt kennenzulernen. Ah, Stanley, schön, Sie zu sehen. Freut mich, dass ich Ihrer Einladung folgen konnte. Da bin ich sehr froh. Ist mir immer ein Vergnügen. Wie geht's Ihrem Vater? Ah, bestens, bestens. Er hat viel um die Ohren. Ja, kann ich mir vorstellen. Und immer am Ball bleiben, Stanley. Haben wir die Trainer eingeladen? Kann ich mir kaum vorstellen. Er lädt sich grundsätzlich selbst ein. Meine Fresse. Ist das ein abgefahrener Laden? Wenigstens liegen keine stinkenden Socken rum. Ah, unsere Gäste sind eingetroffen. Ah. Ein Glück, dass sie Russisch sprechen. Guten Abend. Es ist uns eine große Ehre, Sie hier bei uns zu begrüßen. Na, was ist? Übersetzen Sie schon. Dobry vecher, Dr. Sikorski. Moj otchim pozdravljeni vašim vizitom. Hat der gerade was Unanständiges gesagt, Johnny? Keine Ahnung, was der will. Ich habe keinen Schimmer. Was sind denn das für kastrierte Affen? Vielleicht hat er nur einen Sprachfehler. Ja, Sir, ich habe das Gefühl, die versuchen sich in unserer Sprache. Aus welchem Teil Russlands kommen die? Verdammt, woher soll ich das wissen? Baltische Republiken vielleicht. Sprechen Sie nun Russisch oder nicht? Ja, schon, ja, schon gut. Wie ich schon sagte, ist es uns eine Ehre, Sie als unsere Gäste zu begrüßen. Und wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt hier genießen. Vielen Dank, Chef. Weiter so, mein Bester. Was haben Sie denen denn bloß gesagt? Sie haben sie beleidigt. Hm, wer sind die? Wer? Die Gestalten, die da gerade reingeschnallt sind. Das müssen die Russen sein. Welche Russen? Die Russen, die Ehrengäste des heutigen Abends. Ich dachte, ich wäre der Ehrengast, hä? Nein, heute Abend nicht. Die Kleine ist wirklich umwerfend, nicht wahr, Edwards? Ich meine, sie hat wirklich Persönlichkeit. So könnte man es auch nennen, ja. Ein Mordsknaller. Das sind weltberühmte Ärzte. Ja. Die wurden von der Roosevelt-Stiftung eingeladen. Aha, aha. Ihr Vater war immerhin einer der Gründer dieser Stiftung, wissen Sie noch? Da läutet was, da läutet was. Also so einer Ärztin würde ich zu gerne meine Organe spenden. Denken Sie da an ein bestimmtes Organ? Hello, we're from the Roosevelt Foundation. Oh. Doch nicht eine von der Kollekte, hä? Oh. We're your contacts from the organization. Was wird es, Johnny? Das zullen wir Vrienden von Sharky sein. By the way, wer ist Shark? Shark? Yes. Oh, they probably mean Jack's guard, you know, from the pro-life lobby. Oh, Jack, yes. He should be arriving any minute. Oh, good, very good. Hello? Are you alive? Hello? Met Shark. Shark? Shark? Weet je wel hoe laat het is? Er zijn hier wat probleempjes. Problemen? Heb je het over? Wat? Verdwenen? Ik heb je toch altijd al gezegd dat die flodders niet te vertrouwen zijn. Zo zie je maar weer. Maar wie weet is er iets ergs gebeurd. Misschien zijn ze wel ontvoerd. Ja, dat zou vreselijk zijn voor de ontvoerders. Wat? Ik kan u bijna niet verstaan. Ik zei dat zou vreselijk zijn. Ik wil geen paniek zaaien, ik wil alleen maar zeggen dat we op het ergste moeten zijn voorbereid. Ja, ik begrijp het. Het is goed dat je me even hebt gebeld. Ik zal direct actie ondernemen. Ik neem contact op met de ambassade en buitenlandse zaken. En als het nodig is, dan vlieg ik zelf naar New York. Maak je geen zorgen. Dank u voor al uw begrip. Ik zal er hier ook alles aan doen om de zaak tot een goed einde te brengen. En zal het vertrouwen dat er in mij gesteld is niet beschamen. Zo mag ik het horen. Sterkte! Sjaak. Ambassade? Buitenlandse zaken, wat is er aan de hand? Oh, niks hoor. Is helemaal niks aan de hand. Sjaaki is wat bagage kwijt. Sieht ja ziemlich ätzend aus. Sag mal, glaubt ihr, dass man das verdauen kann? Mir egal. Ich muss mir erst mal was reindrücken. Oh, haben wir denn keine Fritten oder sowas? Ah. Mögen Sie japanisches Essen? Ob ich Japaner mag? Das Essen, mögen Sie es? Kann ich nicht sagen. Dürfte ich mich vorstellen, ich bin Jeffrey. Und verraten Sie mir Ihren Namen? Oh, alle nennen mich Case. Casey?
Nein, Case. Ah, Case, Case. Ein wunderschöner russischer Name. Und wenn ich das sagen darf, Sie sind genauso hübsch wie Ihr Name. Morgen haben wir ein vollgestopftes Programm. Zuerst ein Frühstücksmeeting im Blackwell-Institut und anschließend eine Pressekonferenz im Hyatt. Ach, Sie und Dr. Sikorsky essen zu Mittag mit Dr. Petrie vom amerikanischen Ärzteverband. Und nachmittags fahren wir dann rüber ins... Ich bin gegen alles. Also. Gefällt Ihnen New York? Es ist eine aufregende Stadt. Wenn Sie erlauben, wäre ich entzückt, Ihnen alles zu zeigen. Wollen wir nicht erstmal auf den Balkon gehen? Wir haben Ihre Artikel gelesen, Dr. Brezhnev. Brezhnev? Ich bin Dr. White von der Universität in New York. Linda Black, ich arbeite für Dr. Brown. Guter Fraß, hm? Ja, das ist wahr. Hier bei uns ist alles viel besser. Wir haben gehört, in Ihrem Krankenhaus in Leningrad herrscht ein gravierender Mangel an den einfachsten Instrumenten. Leningrad? Ihnen ist es gelungen, eine Herztransplantation trotz eines Stromausfalls erfolgreich durchzuführen. Welche Instrumente haben Sie benutzt? Instrument? Oh. Sie wissen schon, für die Inzision zum Schneiden. Ach, so ein Messer hier. Dauert bloß ein bisschen länger. Für Chirurgen sehen die unglaublich jung aus. Die sind bestimmt älter, als sie aussehen. Muss was mit der Luft in Russland zu tun haben. Im Ernst, da gibt es Leute, die sind 120 Jahre alt. Die sehen aus wie 60. Oh, das muss Dr. Sigorski sein. Was denn, der berühmte Schönheitschirurg? Ja, Dr. De Palma hat mir erzählt, er kann Wunder vollbringen. Den sollten wir uns mal näher ansehen. Alles klar. Hallo, meine Schönen. Hi. Meine Freundin hat mir gerade gesagt, Sie wären in Ihrem Land sehr berühmt. Ist ja ein Ding. Sie brauchen nicht schüchtern zu sein. Sie sind der Beste. Besonders bei Frauen. Ja, da liegen Sie nicht ganz verkehrt. Ich hatte bisher noch nicht die geringsten Klagen. Tja, vielleicht könnte ich irgendwann mal vorbeikommen. Ja, sicher. Gebannt. Ich hatte ein Problem mit meinen Brüsten. Aha, was stimmt denn mit denen nicht? Sie sind einfach zu klein. Also mir macht das nichts aus. An einem klaren Tag kann man bis zur Freiheitsstatue gucken. Oh, ist Ihnen kalt? Hier, nehmen Sie meine Jacke. Danke. Eins ist komisch, Sie sehen überhaupt nicht russisch aus. Sind Sie in Russland geboren? Holland, ich komme aus Holland. Oh, Holland, natürlich. Nicht sagen, das liegt neben Litauen, nicht wahr? Nein, eigentlich mehr neben Belgien. Du bist etwas ganz Besonderes, Case, weißt du das? Ist dir auch schon mal passiert, dass du jemanden triffst und sofort weißt, dass du den Rest deines Lebens mit diesen Menschen verbringen willst? Und genauso fühle ich mich heute Abend. Darf ich dich küssen, Case? Mich küssen? Nein! Bitte, Case, ich muss dich küssen, nein. Nur einmal. Was die ganze Zeit für mich haben will. Ich habe darauf hingewiesen, dass man das... Entschuldigen Sie mich bitte. Vielen Dank. Aber... Was will der Schwanz von dir, Case? Oh, hallo. Hat er an dir rumgefummelt? Er wollte mich küssen. Hey, du Gartenzweig, ich warne dich. Geh meiner Schwester nicht an die... Oh. Hey, lass ihn los, ist ja gut. Sind Sie sicher? Ja. Hey, was sind denn das für Vögel? Das ist mein Bruder. Dein Bruder? Ah, sieh an, hey, nett Sie kennenzulernen. Mein Name ist Jeffrey. Entschuldigen Sie bitte das Missverständnis. Ich bin froh, dass Sie auf Ihre Schwester aufpassen. Bei mir können Sie ganz unbesorgt sein. Ich behandle eine Lady wie eine Lady. Und ich habe sofort erkannt, dass Ihre Schwester durch und durch eine Lady ist. Er redet ein bisschen geschwollen, aber er hat nichts gemacht. Gut, aber wenn er zu weit gehen sollte, dann kann er seine Eier als Ohrringe tragen. Wenn du mich fragst, ist es ein Haufen großkotziger Luschen. Möchte nur wissen, wo Werner steckt. Der hat sich doch nicht etwa verlaufen. Er ist voll von der Rolle, darauf kannst du einen lassen. Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Im Namen der Roosevelt-Stiftung heißen wir Sie heute Abend hier willkommen, um unsere berühmten russischen Gäste zu ehren. Und es ist mir eine große Freude und ein Vergnügen. Freuen auch Sie sich auf Dr. Wladimir Sikorsky. Mann, hier wimmelt's ja nur so von Doktoren. Ah? Ah, dieser Sikorsky knutscht noch sein Skalpell, dann werde ich ihn mal kurz vertreten.
Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Und der Rest meiner Familie denkt genauso. Das war echt riesig. Wenn wir jetzt noch eine brauchbare Hütte kriegen... Na schön, so viel dazu. Lasst's krachen, Leute. Hütte? Wollen die etwa hier einwandern? Hoffentlich nicht. Mr. Kosler, mein Gynäkologe sagt, ich soll unbedingt versuchen, Sie zu konsultieren, solange Sie im Land sind. Aber was wollen Sie? Ich würde gerne Ihre Meinung hören. Aber privat. Es ist ein heikles Thema, wie Sie sich bestimmt vorstellen können. Kommen Sie mit. Wir schwirren jetzt ab, meine Mutter. Hängt etwas durch. Ihre Mutter? Ja, und die Kinder auch. Also dann nochmals danke für alles. Es war eine gelungene Überraschung. Seine Mutter? Die Kinder? Hat er die ganze Familie dabei? Seit Jahren leide ich schon unter diesem Problem. Problem? Ja, Sie wissen schon. Claro. Da unten. Da? Okay, haben wir ab? Ich glaube nicht, dass nochmal Schwung in den Laden kommt. Ich auch nicht. Komm, Keith, sag deinem Freier auf Wiedersehen. Wir verpissen uns. Ihr geht schon? Aber ich würde dich gerne näher kennenlernen. Wie lange bleibt ihr noch im Plaza? Der Kerl versucht doch nicht etwa, dich anzugraben, Kiss. Ich darf dich doch wiedersehen, ja? Da nimm meine Karte. Du kannst mich jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Danke. Schönen Tag noch, oder? Schöne Nacht. Kiss, pass lieber auf mit den Amerikanern. Ehe du dich versiehst, sind sie in deiner Hose. Ich kann schon allein auf mich aufpassen. Mein Gott, was war da? Haben Sie das nicht da auch gehört? Da hat jemand geschrien. Na, gehen wir? Ich habe genug gesehen. Mehr als genug, wenn du mich fragst. Was? Sind Sie sicher? Das ist ja grauenvoll. Unsere Gäste? Die sind gerade gegangen. Hochstapler? Sie meinen, das sind gar keine richtigen Ärzte. Das sind nicht mehr richtige Russen. Aber wer sind die dann? Und wo zum Teufel ist die echte russische Delegation? Glotzen Sie doch nicht so dämlich. Wir haben eine große Krise zu bewältigen und Sie stehen da wie ein Vollidiot. Sie können ja nicht einmal richtig Russisch. Sie sind gefeuert. Ich kann es kaum erwarten, in die Falle zu steigen. Kannst du laut sagen. Schlüssel bitte. Tut mir leid, Sir, aber da gibt es ein kleines Problem. Problem? Ich kann Ihnen die Schlüssel nicht geben. Wie meinen Sie das? Sie sind nicht länger Gäste dieses Hotels. Wollen Sie uns ablenken? Was labert der Affe, Johnny? Der will uns den Schlüssel nicht geben. Der muss doch einen Knall haben. Sollen wir das Türschloss aufbeißen? Ich weiß nicht, wer Sie sind und was das für ein Trick war, aber Sie sollten froh sein, dass wir nicht die Polizei benachrichtigt haben. Also, ich habe Ihr Gepäck nach unten bringen lassen und bitte Sie alle, dieses Haus ohne Umstände zu verlassen. Das muss ein Irrtum sein, Chef. Ich versichere Ihnen, ein Irrtum ist es sicher nicht. Und ich rate Ihnen dringend, mit dem Rest Ihrer Sippschaft das Hotel unverzüglich zu verlassen. Die wollen uns an die Luft setzen. Ach, der hat doch wohl einen Sackenschuss. Soll ich ihm ein paar auf die Glocke hauen? Nur nicht ausflippen, Klaus. Keine Gewalt. Wir sind anständige Leute. Danke, Chef. Meine Familie und ich dürfen Ihnen herzlich für Ihre Gastfreundschaft danken. Schönen Tag noch. Kommt, Kinder, ich hab die Schnauze voll von dieser Frau. Wenn hier nicht Minderjährige dabei wären, hätte ich die ganze Hütte auseinandergenommen. Merkt ihr das gefälligst, klar? Ich bin höllisch und müde. Und mir ist höllisch kalt. Gut, dass wir uns verdrückt haben, bevor es nervig wurde. Los, aufwachen, du Sack. Was? Wie viel Uhr ist es? 7 Uhr, du Penner. Ah. Wo ist Mama? Oh.
Na, gut geschlafen, Ma? Bestens, mein Junge. Ich brauchte mal wieder frische Luft. Und was machen wir jetzt? Ist doch irgendwie unzivilisiert, draußen zu schlafen, findest du nicht? Kommt Zeit, kommt Rat. Wenn gar nichts hilft, gibt's einen Attentat. Ja. Ich könnte einen Happen vertragen. Ist noch Knete da? Werner hat die ganzen Dollar. Hey, was sehen meine Klubscher? Room Service. Are you all right, miss? Yeah, yeah, thank you. Can I do anything for you? No, no. Excuse me. Huh? What are you doing with my wife? Your wife? Oh, no, no, she got sick. I wanted to help her. Take your hands off her, you dirty rat. Come on, honey, let's go. What? Hey! Was sagt man dazu? Der erste Tag in New York und wir essen Sauerkraut mit Wurst. Ist noch ein Würstchen da? Na, sogar noch eins mit Pelle. Sauerkraut? Mhm. Was ist das? Der Koffer von Werner. Ich frag mich, ob der je wieder auftaucht. Der wird aber nicht vernascht worden sein. Er ist kein schlechter Kerl, aber man darf ihn einfach nicht aus den Augen lassen. Hey, Johnny, zieh dir das mal rein. Ich wette, der hat letzte Nacht nicht besonders gut geschlafen. Oh, vielen Dank. Na, wie fühlen Sie sich? Mir geht's gut. Als Sie gestern nicht mehr gekommen sind, dachten wir schon, Sie hätten sie vielleicht gefunden. Nein, nein, es lag am Verkehr. Ja, der Verkehr ist unmöglich in New York. Ich mache mir Sorgen. Das ist gut. Sollten wir nicht doch besser die Polizei anrufen? Vielleicht hatten Sie einen Unfall. Alle sechs gleichzeitig. Ich weiß auch nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Hören Sie, Werner. Wir sind Ihre Freunde. Wir können Ihnen helfen. Ich weiß das wirklich zu schätzen und... Wir müssen uns nur sehr genau überlegen, wie wir vorgehen. Manchmal sind die Dinge gar nicht so schlimm, und wie sie aussehen. Und manchmal liegt die Antwort einem direkt vor der Nase. Oder einfach um die nächste... Ich weiß, aber... Gut. Ja, aber natürlich ist er da. Für mich? Hallo? Werner, alter Wichser, wo steckst du? Wir haben uns schon echte Sorgen um dich gemacht. Du führst dich doch ordentlich auf, oder? Johnny, wo seid ihr? Was ist passiert? Geht's euch allen gut? Hammermäßig. Wir haben die Stadt unsicher gemacht und jetzt drehen wir noch eine Runde durch den Park. Ich war schon ganz krank vor Sorgen. Wo hast du diese Nummer her? Aus deinem Notizbuch. Da war so eine lange Nummer drin. Da dachte ich, das kann nur Amerika sein. Obwohl diese Nummern von den Telefonhostessen auch ziemlich lang sind. Ich komme sofort zu euch. Wo seid ihr? Irgendwo in so einem großen Park. Central Park? Hä? Ja, ja, Zentralpark, das muss er sein, an so einem öffentlichen Telefon. Bleib, wo du bist, ich komme sofort. Lauf nicht weg, ich bin schon unterwegs. Alles Roger, Werner, bis gleich. Und? Ist unterwegs. Wir sollen hier auf ihn warten. Hey, so ein Wichser, lässt uns einfach hier hängen. Naja, manche Leute haben eben keine Kinderstube. Geht es Ihnen gut? Ja. Sehen Sie, wir haben doch gesagt, dass ich alles zum Guten will. Ja, ich fahre jetzt sofort zu Ihnen. Gut. Vielen Dank nochmal. Ich bin ja so froh, dass jetzt alles in Ordnung ist. Taxi! 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 Taxi!
sehen. Verdammt. Bitte, Sir, können Sie mir helfen, bitte? Maar wat deed hij? Die haalde van elk worstje een stukje af. En van al die overgebleven stukjes maakte hij weer een nieuw worst. En zo is die man miljonair geworden. Hartstikke slim. Ik wil ook rijk worden. Ja, hoor eens, je moet wel wat meer kunnen dan op je rug liggen. Ja, wat kan jij nou? Ik kan zingen. Zingen? Voor het zingen de kerk uit, zou je bedoelen. Ik heb jou nog nooit horen zingen. Nou, ben jij zo slim dan? Jij kan toch helemaal niets? Oh nee? Moet jij eens uitkijken. Jongens, als wij willen, lopen wij allemaal hartstikke binnen. Voor jongens in de vrije sector zoals wij is dit land ideaal. Bitte helfen Sie mir. Ich sitze fest. Hey Mann, wen haben wir denn da? Bitte helfen Sie mir. Helfen Nein, Sie mir hier Mann, raus. Keiner zu sehen. Okay, okay, schnell nimm die Uhr. Ich hab seine Uhr. Nein, was tun Sie denn da? Und die Schuhe habe ich. Hören Sie auf! Geben Sie das zurück! Na ja, hat sich doch gelohnt. Bitte. Adios. Ich check nicht, wo Werner so lange bleibt. So groß kann New York doch gar nicht sein. Wahrscheinlich hat sich der Sack wieder verlaufen. Wir hätten ihn gar nicht erst mitnehmen sollen. Der hängt wie Kacke am Schuh. Hab keinen Bock, wieder im Park zu schlafen. Warum verziehen wir uns nicht endlich in ein Haus? Ach, haben wir wirklich keinen Alk mehr? Ich bin am Verdursten. Nein, wir sitzen auf dem Trockenen. Was ist das? Werners Rasierwasser. Lass mal sehen. War nicht so übel. Was ist das für ein Krach? Vielleicht ist ein Fußballspieler. Ich glaube, die nehmen Werner in die Mangel. Was, Mann? So, der Terror, kein besonders fairer Kampf, findet ihr nicht? Zieh dir das an, Bruder. Von was für einer abgefuckten Sekte kommst du denn? Lass den Mann in Ruhe. Was für eine Pfeife bist du? Ich bin Johnny, das ist meine Familie. Wir kommen aus Holland. Okay, okay, Johnny, check das hier. Dein scheiß Holland wirst du nie wiedersehen. Ja, wo ist Holland? In der Bronx, Mann, weißt du denn gar nichts, verdammt. Schnitz ihm die Eier auf, Leroy. Ja, aus dir mache ich Hackfleisch. Den werde ich den Arsch rausreißen. Die Schweinebande nehmen wir uns vor. Jawohl, Bruder. Bist du dran? Ich seh nichts mehr. Scheiße. War nicht schlecht, Kees. Ach, ein bisschen Training kann der Verdauung am Abend nicht schaden. Was ist mit ihm? Die haben ihm ganz schön die Fresse poliert. Er sieht ziemlich abgewürgt aus. Ihr habt mir das Leben gerettet. Wie kann ich das je wieder gut machen? Naja, wir haben kein Geld mehr, ich also... Ich nehme nie mein Portemonnaie mit in den Park. Ist viel zu gefährlich. Aha. Wirklich clever. Ihr seid keine Amerikaner, oder? Nein, wir kommen aus Holland. Wieso wohnt ihr dann im Park? Aus dem Plaza haben sie uns rausgeschmissen. Aus dem Plaza? Oh, wenigstens habt ihr Sinn für Humor. Was grinst denn der so dämlich? Der hielt das für einen Spruch, dass sie uns aus dem Hotel geworfen haben. Vielleicht sollte ich mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Larry Rosenbaum. Und obwohl ich euch lieben Leuten nie zurückzahlen könnte, was ihr für mich getan habt, möchte ich euch alle wenigstens zu mir einladen. Findest du das richtig? Oh, ich finde, wir sollten das ruhig annehmen. Ja, ich weiß nicht, Johnny. Man trifft hier die abgefahrensten Leute. Aber wir können alt und gammelig werden, bevor Werner hier aufkreuzt.
Komm mit. Ich spende dir einen Drink. Ein Drink? Ja. Los, Kinder, wir packen zusammen. Hey, Bruder, was machst du denn da unten? Wo liegt das Problem? Oh Mann, du hängst fest, du kannst dich nicht mehr rühren. Hast du das gewusst? Das ist aber eine beschissene Sackgasse. Wenn dir keiner hilft, wirst du die ganze Nacht hier draußen hängen. Oder die ganze Woche. Oder das ganze Jahr. Vielleicht krepierst du sogar hier draußen. Mann, du hast ein verdammtes Problem. Bitte, Sir, helfen Sie mir raus. I know what I'll do, brother. I'm gonna get you out. That's what I'm gonna do. Come on. Hold on. This may hurt a little. Thank you. Thank you very much. Gee, man, you sure were stuck. Are you all right? You look bad. I'm okay. I have to go. They are waiting. Brother, you come with me. You can't stay here. You look bad. My friends call me Bill. I'll get you something to eat. Come on. Man, you sure were stuck. Sterren van de dorst. Krijg nou wat? Een molen. Ga je net naar het buitenland? Straks moeten we nog klompen aan ook. It's me, Larry. Open up! Mr. Rosenbaum, was ist passiert? Ach, ich bin im Park überfallen worden, aber meine holländischen Freunde haben mir geholfen. Kümmer dich um ihr Gepäck. Ja, schon gut. Hier will der uns einen ausgeben. Ich dachte, der hat keine Kohle dabei. Vielleicht zapft er hier eine Quelle. Also, Freunde, kommt mit. Setzt euch, meine Freunde. Was darf's denn sein, hä? Tja, ich glaube, wir nehmen alle ein Bier. Und ein Whisky für Mutter. Nichts Stärkeres? Na, vielleicht später. Also, du hast gehört, was er will. Und mir bringst du das Übliche. Ja, Mr. Rosenbaum. Das ist mal ein Laden nach meinem Geschmack. Ist ein geiler Schuppen. Kommen Sie öfter hierher? Ziemlich oft. Diese Bruchbude gehört mir. Oh, hier ist dir der Boss. Na, sowas ist ja echt ein dickes Ei. Das da ist meine Frau. Hm. Das ist der Knackarsch. Ihr seid also nach Amerika gekommen, um hier zu leben. Ne? Nein, ja. Wir wollten zu unserem neuen Haus, aber das verschieben wir auf morgen. Wenn sich euer Freund jemals wieder blicken lässt. Hm? Ja. Ich möchte einen Toast ausbringen auf das Glück, das ihr in diesem wunderbaren Land finden werdet. Auf Amerika! Auf Amerika! Bitte, Bruder. Ich hab dir ja gesagt, du hast Kohldampf. Danke. Ich weiß das wirklich zu würdigen. Naja, Penner müssen doch zusammenhalten, nicht wahr? Sonst geht alles zum Teufel. Ich bin nicht wie du. Ich bin kein Bettler. Ja, natürlich nicht, Bruder. Ich doch auch nicht. Wir sind beide Opfer eines Wirtschaftssystems, in dem für uns kein Platz ist. Wir sind keine Bettler. Wir sind ehrliche Straßenritter. Das ist ein Missverständnis. In Wirklichkeit bin ich von Beruf. Und dieser Möchtegern Sozialarbeiter von der Wohlfahrt. Die behandeln uns wie wochenalten stinkenden Müll. Tun Sie das? Ich könnte Sie kreuzigen. Ich könnte Sie zermanschen, Ihnen das Herz rausrupfen. Aber die haben ja nicht mein Herz. Sonst würden die uns wohl kaum so behandeln. Ne? Was für einen Beruf hast du denn? Ich bin Feuerwehrmann. Ja, gut.
eine Menge Feuer in New York. Ja. Verdammte Bastarde, die kann man nicht mal in Ruhe was einschieben. Okay, Leute. Wer von euch hat Schuld? Aber wieso tun die das? Wir haben doch gar nichts getan. Warum sagst du das denen nicht? Kein Stress, Bruder. Die behalten uns ein paar Tage hier, dann lassen sie uns wieder laufen. Nichts Aufregendes. Ein paar Tage? Zwei, vielleicht auch drei. Ach, auf jeden Fall ist es schön warm hier. Hey, Mister! Mister Oberaufseher, ich muss mit Ihnen reden. Ich gehöre hier nicht her. Lassen Sie mich raus. Ich komme aus Holland. Halt deine Scheißfresse! Maul halten da drüben! Wir wollen ein paar Leute pennen! Haben deine Nudeln weich! Scheiß Holland! Meine Frau! Hallo, Schätzchen! Sie hat doch einen hübschen Arsch, findest du nicht? Doch, doch, niedliche Titten hat sie auch. Hey, halt dein verdammtes Schandmaul! So redet man nicht über meine Frau, kapiert? Ist der Gutmann okay, okay? Nein, bleib ganz locker, Junge. War ja nur ein Witz, Mensch. Du bist doch mein Freund, oder? Ihr seid alle meine Freunde. Hey, Schätzchen, komm doch mal her. Bis nachher. Ich möchte sie euch vorstellen. Das ist meine Frau Darcy. Ich habe schon gehört, dass du wieder überfallen wurdest. Was ist passiert? Man wollte mich ausrauben, aber meine holländischen Freunde haben mich gerettet. Ich sag ihm immer, er soll nachts nicht durch den Park laufen. Er hört einfach Männer nicht. Männer sind richtige Pestbeulen. Na, die Freunde meines Mannes sind auch meine Freunde. Sie kommen aus Holland. Ach ja. Und, sind Sie aus beruflichen Gründen hier oder zum Vergnügen? Wir sind überall zum Vergnügen. Kann ich mir vorstellen. Na, geile Tante. Du bist ein sehr attraktives Mädchen. Hast du schon mal eine Karriere im Showbusiness gedacht? Showbusiness? Natürlich will sie ins Showbusiness. Sie hat ein Riesentalent. Sogar zwei, würde ich sagen. Hey, wie gefällt dir der Laden, Johnny? Gut, gut. Echt starke Atmosphäre. Und deine Leute gefallen mir auch gut. Ich mache euch einen tollen Vorschlag. Was will der? Jetzt wart's doch erst mal ab. Ich mache euch ein Angebot, das ihr unmöglich abschlagen könnt. Na, was sagst du? So eine Schüssel hatte ich in Holland auch. Du kannst ihn fahren, es ist unser Firmenwagen. Danke, Mr. Rosenbaum. Ich wollte schon immer meinen Firmenwagen fahren. Du kannst mich Larry nennen. Larry. Geschmack hat er ja. Oh, warte. Oh nein, was? Das müsste dir doch fantastisch stehen. Oh, das ist wow. Ja, wirklich.
Was ist das da? Ah? Ach, das ist ein Wassertank. Den braucht keiner mehr, den könnten wir mit Whisky füllen für Ma. Also, Mrs. Flodder, auf Ihre Gesundheit. Prost. Ich muss schon sagen, Sie und Ihre Familie haben ganze Arbeit geleistet. Der Laden sieht wie neu aus. Allmählich fühle ich mich hier auch richtig zu Hause. Na, was habe ich dir gesagt, Bruder? 4 Tage und wir stehen wieder auf der Straße. Du hast gesagt 3. Was ist los mit dir? Du hattest 3 Mahlzeiten täglich, nachts ein sauberes Bett, die haben sogar ein paar neue Schuhe für dich springen lassen und du beschwerst dich. Ich hoffe nur, dass du mir nicht meine Unterkunft für die Zukunft vermasselt hast. Du hast sie nämlich schwer genervt. Jeder Gefangene darf mal telefonieren. Ja, aber du konntest dich nicht mal an die Nummer erinnern. Und jeder hat das Recht auf einen Anwalt. Ich wette, du hast einfach zu viel ferngesehen. Stimmt's, Bruder? Hey, Mann, wo willst du denn hin? Ich kenne ein paar Leute. Ich hab dich vor den Sozialamt-Typen gewarnt. Das sind meine Freunde. Ich komm lieber mit, bevor du wieder stecken bleibst. Tell me more about the girl. Oh, she's one of the most beautiful women I've ever seen. I can't get her out of my mind. Did you speak to her? Yes, I did, but it was difficult. She's from Holland. Holland? Where is that? Somewhere in Europe, I think. She didn't speak English very well, but real love doesn't need any words. And it was real love that night, I assure you. Have you told your father? Are you kidding? You know how he feels about these things? But you're a grown-up man now, Jeffrey. You must make decisions for yourself. No one is responsible for your life but you. I gave her my card, but I haven't heard from her. Well, it's time to take action. Go after her. Follow your heart. Go with your instinct. You're right. I'm gonna follow my instinct. That's the spirit. Oh, there you are. We can still make the 11 o'clock flight. To the plaza. The plaza? What are you talking about? They're waiting for you in Washington. The hell with Washington. I'm going to follow my instincts. Go. Mann, hier kriegt man mächtig viel Sprit für $10. Hört überhaupt nicht auf zu laufen. Ja, Benzin ist dir spottbillig. Bei uns zu Hause kostet das mehr als das Doppelte. Könnte man Vermögen mitmachen. Ja, wenn wir wieder in Holland sind, kaufen wir unser Benzin weiter hier. Das habe ich dann unterschrieben und... Hey, Johnny! Mann, wo willst du hin? Was war das? So ein Penner ist voll besoffen irgendwem vors Auto gerannt. Ja, vor solchen Typen muss man sich hüten, sonst hat man im Handumdrehen eine Beule im Auto. Bruder, wie konntest du nur so etwas tun? So schlimm ist das Leben doch nicht. What do you mean, gone? I had to terminate their stay here. You threw them out? Well, if we had known they were friends of yours, that of course would have made everything different. Where'd they go? I haven't got that information for you, sir. Jesus, these morons! How am I supposed to find her now? She was the love of my life! You only met her once, What do you know about love? Well, I... And don't bring my father into this! My father is not gonna like this, I can tell you that right now! If anything happens to that girl, I'm gonna hold you, personally, responsible! Let's go. Guten Abend, Sir. Oh, schön, Sie zu sehen. Sieht ja richtig piekfein aus. Hier von außen zumindest. Vielen Dank. Komm, Schätzchen. Glaubst du, das möchte ich verpassen? Wo bleibst du denn, Baby? Hey, das gefällt mir. Kommen Sie doch näher. Sei vorsichtig mit der Kiste. Die müssen damit noch nach Haus fahren. Natürlich, kein Problem. Na, dann fahr zu.
Ich hatte nur einen bestellt. Wie läuft's denn so, Mrs. Flodder? Gut, affengeil. Kann sein, dass es später noch ziemlich voll wird. Das weiß man nie bei so einer Eröffnung. Gut, ausgezeichnet. Hey, Max! Schön, dass Sie es einrichten konnten. Das wollte ich um nichts auf der Welt verpassen. Ist Toni mitgekommen? Nein, mein Geld hat für die Kaution nicht mehr gereicht. Komm, da drüben ist euer Tisch. Ist der tot? Nein, er hat Glück gehabt. Nur eine leichte Gehirnerschütterung. Ein paar Tage Ruhe und er ist wieder der Alte. Siehst du, Bruder? Ich wusste, du gibst die Löffel nicht ab. Sie sollten ihn jetzt besser schlafen lassen, Wissen Sir. Wissen Sie, was ich jetzt tun werde? Ich lasse ihn schlafen, ja? Ja, Sir, das werde ich tun. Ich lasse ihn schlafen. Ich sehe dich in ein paar Tagen, Bruder. Und Sie sind sicher, es geht ihm gut? Machen Sie sich keine Sorgen. In ein paar Tagen ist alles wieder normal. Was immer das auch sein mag. Ja. Wo finde ich den Patienten für Dr. De Palma? Er wartet am Aufzug draußen. Danke, Kindchen. Okay, mein Süßer. Husch rein da. Zijn die ballen al klaar? Bijna. Mooi. Zullen wij die Amerikaners leren wat lekker eten is? Do him tomorrow. He can't believe the schedule Dr. De Palma keeps. It's a miracle he doesn't land up on a stretcher himself. What do we have here? Mr. Chris Jones from Texas. One of those. What happened to his head? I don't know. They're a bunch of wild guys, those Texans. Probably had his last night out with the boys. Well, prepare Mr. Jones. Die sind köstlich. Wie heißen die? Das sind Fettboller, Spezialität aus Holland. Ausgezeichnet, diese Fettboller. Du bist ein verdammt hübsches Ding. Larry hat einen guten Blick für sowas. Wollen wir raufgehen, dann können wir uns amüsieren. Pass auf, Mann, fick dich selbst. Mit der Familie legst du dich besser nicht an Bord. Hier, nimm einen Fettboller. Das ist die Überraschung, die du uns versprochen hast. Sie sich. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Prost. Wieso stinkt das so nach Benzin? Abklammern. Absaugen. Absaugpumpe. Komm sofort. Mehr klammern. Skalpell, Tupfer.
hast dir wirklich was beigebracht. Ja, sie hat ziemlich schnell gelernt. Ein richtiges holländisches Schmuckstück. Okay, das hätten wir. Sieht doch ganz manierlich aus. Was meinen Sie? Ja, eine tolle Leistung, Dr. De Palma. Ja, das finde ich auch. Was kommt als nächstes? Die letzte für heute Abend. Eine Mrs. Burns. Ah ja, die Silikontitte. Aber sie bleibt doch mein kleiner Engel. Show. You know, your new staff's a great asset, Larry. Tell your friends. I will, I will. Good night. Good night. Yeah, this is good. Did you drive today, honey? We're almost out of gas. What are you talking about, Vinny? What are you... I didn't go anywhere. Well, I filled his car up yesterday. That's strange. Oh, that's all we need is to run out of gas on the highway on the way home. Well, Johnny, I think we can call this evening a great success. The Moulin Rouge is on our way back to the top again. I told you so. We from Holland know everything about windmills. Hier een mooie dingen, Johnny. Ja, nog even. We kunnen dat allemaal kopen. Zo'n nachtclub is een gouden business. Gouden business. Maar ik wil me niet de hele tijd blijven uitkleden. Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten toch ergens beginnen? En zo'n wijf als jij, dat kennen ze hier helemaal niet. Ten slotte zitten we hier ook een beetje vanwege de culturele uitwisseling, nietwaar? Kurzschwanz, was gibt's denn da zu glotzen? Hey Mann, die Fresse kennen wir doch irgendwo. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein. Hey, ganz cool, Mann. Ja, verdammt. Jetzt weiß ich's wieder. Im Park. Hey, weiß deine Sippe, dass du dich alleine hier draußen rumtreibst? Nur also meine, weißt du... Hey! Gib Gas, Johnny! Achtung, du musst sie abhängen, Johnny!
glaub nicht, dass die unsere Lektion im Park gefressen haben. Ich habe keine Lust auf eine Schlägerei. Na, das fehlt dir noch. Du hast heute deinen Auftritt. Sie schießen ja. Schmeißt du unser ganzes Essen weg? Oh Gott! Scheiße! Au! Was für die Oberschenkel. Beschissener Parkplatz. Du kannst ja das nächste Mal fahren. Verdammter Riesenarsch! Wow! Typischer Wall-Street-Crash. Was haben wir denn jetzt verbrochen? Hey, fass mich nicht an, du Milchgesicht. Und kann ich meine Zigaretten zurückhaben? Du Mistratte, sonst kriegst du noch mehr Ärger. Was für ein Haufen Wichser ist das hier? Hühnerficker. Hast du sie durchsucht? Ja, sehr gründlich. Vor allem die Kleine. Hm. Wo hast du das gefunden? Bei dem Kerl mit der roten Jacke. Warum? Ich hoffe nur, du hast nicht so kräftig hingelangt. Das Leben steckt voller Überraschungen. Was wollen die denn schon wieder? Hallo Leute, ich hoffe, wir haben euch keine Unannehmlichkeiten bereitet. Das Ganze war ein Missverständnis. Ja, ja, ein einziges Missverständnis. Hey, euer Wagen steht auf dem Parkplatz. Sie haben ihn gewienert, der war ein bisschen schmuddelig. Die Typen sind echt behämmert. Schnauze, red nur, wenn du gefragt wirst. Die haben hier ein anderes Rechtssystem als bei uns. Vielen Dank, wir vergessen den kleinen Zwischenfall. Dein Verehrer von der Party. Ah, meine schöne holländische Tulpe, haben sie dich auch gut behandelt? Was will der von mir, Johnny? Keine Ahnung. Ackerst du hier in der Gegend? Ackern, ackern, was für ein hässliches Wort. Er hat ja eine geile Limo. So eine Kiste fährt doch hier jeder. Ach, Case, ich hab dich überall gesucht, aber niemand wusste, wo du bist. Ich hab mich so nach dir verzehrt. Ich glaube, der ist scharf auf Kakes. Okay, Meister, das reicht. Wir wollen nach Hause. Wir haben noch eine Menge zu tun. Hey, wartet mal eine Minute, Leute. Ist das der Dank dafür, dass ich euch rausgehauen habe? Uns rausgehauen? Nun, lass mal nicht den Harten raus. Pass auf. Du bist ihr Bruder, nicht wahr? Das kann ich verstehen. Du passt auf deine Schwester auf. Das ist normal. Dafür hat man schließlich eine Familie. Aber dank mir seid ihr nicht mehr im Knast. Das Mindeste, was du tun könntest, um dich zu revanchieren? Lass mich mit deiner Schwester ausgehen. Ich kenne dich überhaupt nicht. Meine Schwester geht doch nicht mit jedem aus. Nein, natürlich nicht. Ich weiß, sie ist ein anständiges Mädchen. Sie muss heute Abend arbeiten. Sie ist nämlich Künstlerin. Ich bezahle auch. Für die Unkosten. Wären 500 angemessen? Mann, ich weiß nicht. Wir haben einen ganzen Sack voll Unkosten. 1000?
Nein. 2000? Nein. Drei? Sagen wir 5. Geht klar. Case, du hast heute Abend frei. Was soll denn das, Johnny? Du gehst heute Abend aus und amüsierst dich. Mit dem da? Ja, er hat uns geholfen, jetzt hilfst du ihm. Zeig ihm, was holländische Dankbarkeit ist. Ja, maar ik wil helemaal niet met hem uit. Niet zeuren, Kees. Ik heb even met hem gepraat. Dat is eigenlijk een heel aardige gozer, hoor. Beetje jouw type man, hè. Wees maar eens een beetje aardig tegen hem, hè. Don't make it too late. No, no. Pas op, hoor. Ik dacht dat jij die gozer helemaal niet zag zitten. Nooit op eerste indrukken afgaan, Kees. Deze man heeft mij overtuigd van zijn goede bedoelingen. Heute, Chris, Sie sehen großartig aus. Oder sollen wir Sie von jetzt an vielleicht Christine nennen? Wie meinen Sie das? Was ist passiert? Man muss sich erst daran gewöhnen, aber in einer Woche oder so werden Sie sich richtig wohlfühlen. Er kriegt regelmäßig Hormoninjektionen, ja? Ja, eine 20er-Dosis jeden Tag. Jack, how are you? We didn't know. You should have told us. We understand these things. You've made the right choice. Dr. De Palma is the best. He never leaves any scars. Now we understand why you were so confused all the time. You were thinking of the new you. Man, woman, what's the difference? We're all human beings. We're so very proud of you. Come on, honey, let's go home. Give the family some privacy. Okay, I'll be there in a minute, honey. I want to get the car. Okay. So, maybe you and I should talk again, you know? Like, just the two of us. You can tell me more about Holland. Yeah, why not? Doe geen rare dingen, jongen. Dat is de vrouw van de baas. Doe ik wel eens rare dingen? Nee, toch? Die Rosenbaum doet wel heel aardig. Maar ik geloof niet dat je hem kwaad moet maken. Maak je van mij nou maar geen zorgen, ma. Hey, Kees. Hoe was het? Jezus, wat kan die gozer lullen, zeg. Ik heb geen oren meer aan mijn kop. Wat zei hij allemaal? Ja, ik begrijp er geen reet van dat Engels. Hij had het hele tijd over zijn vriend die zou komen en of ik dat leuk vond. Vriend? Welke vriend? Ja, zo'n Italiaanse naam. Felazio of zoiets. Hey, één zo'n gozer vind ik wel genoeg op zo'n avond, hoor. Ja, meteen zo'n vriend erbij op zijn eerste afspraak, dat is niks. Ja, en toen zijn we even op bed gaan liggen. Hield hij tenminste eindelijk zijn kop een beetje. Heel goed, Kees. Nooit te ver gaan op zijn eerste afspraak. Guten Morgen, Mr. President. Guten Morgen, Pete. Was geht's? Ihren Sohn, Sir. Jeffrey? Ja, Sir. Was Ernstes? Sie haben doch gesagt, er wäre weg von den Drogen. Keine Sorge, keine Drogen, kein Alkohol. Kommen Sie zur Sache, Pete. Es geht um meine Frau. Na und? Jeder amerikanische Mann hält sowas zu Hause, allein um die alte Kanone im Schuss zu halten. Es kommt noch schlimmer, Mr. President. Was? Sie wollen nicht etwa sagen, sie ist Mitglied der Demokratischen Partei? Nein, sie ist Holländerin. Was ist das? Holländerin, sie kommt aus Holland. Holland? Ja, aus Amsterdam, Sie wissen doch, neben Good Old Germany, Kohl. Warum sagen Sie das nicht gleich? Kohl-Rouladen, danach kann man so gut pupsen. Nein, Helmut, der Kanzler. Der Macker von der strammen Beatrix. Ja, also, sie kommt aus Holland. Aber sie ist irgendwie anders. Ich weiß, Pete, Jungs können in alle Richtungen pinkeln, Mädchen müssen dabei in die Hocke gehen. Ne? Sie stammt aus einer niedrigen Gesellschaftsschicht. Noch ein klein bisschen tiefer und man steht im Morast. Wie ist Geoffrey bloß an sowas geraten? She's here with her family. They're on some kind of cultural exchange program. I checked with the Dutch embassy. They're a bunch of troublemakers and thieves. And my son Jeffrey is mixed up in that? He's already talking about marrying the girl. I wouldn't be surprised if she and her family are after his money. Mr. President, if the press gets wind of this, it would be disastrous. And with the election coming up, I've tried to talk him out of it, but he won't listen. Yeah, he's a pig-headed son of a bitch. All right, where is this girl now? She works at a nightclub in Manhattan. Oh, maybe we should pay her a visit.
Try and talk some sense into her head. If we're lucky, we can stop this thing before it gets out of hand. Wat ben jij nou aan het doen? Hé? Daar was jij niet opgekomen, hè? Waarom? Benzine. Ja, ik mag dan misschien niet zo slim zijn als jij, maar kan jij me misschien uitleggen waarom jij die hele tank met benzine staat te vullen? Wat ben jij toch stom, hè? Weet je wat de benzine kost hier? 80 cent een liter of zoiets. Ja. En in Nederland meer dan 2 gulden. Ja, maar ik heb je toch al uitgelegd dat het hier veel goedkoper is? Ja, maar dat is toch pure winst, man? Er gaat al 10.000 liter in zo'n tank. Als ik dat verkoop in Nederland, dan ben ik hartstikke rijk. Kees, die tank staat hier. Ja? Niet in Nederland. Hoe had je die straks willen meenemen? Als handbagage in het vliegtuig? Als postpakketje versturen? Of misschien kunnen we hem wel faxen? Jij moet ook altijd alles verstieren, hè? Je kan het gewoon niet hebben dat jij dan niet bent opgekomen. Johnny, laat hem toch, als hij nou ook eens wat wil verdienen. Ja. Sorry, Kees. Sorry, het was een heel goed idee wat je had. Ja. Maar gewoon nog niet goed genoeg. Er zijn hier nog veel meer manieren om rijk te worden. Je hebt hier alle kansen, joh. Dit is Amerika. Hè? I'm very happy about the way things are going. Maybe we could work out some kind of permanent arrangement. Yeah, maybe we could talk about that. Mir gefällt das nicht, Mr. President. In so einem finsteren Stadtteil ohne Ihre Bodyguards. Keine Sorge, Pete. Ich bin inkognito hier. In dieser Verkleidung wird mich bestimmt niemand erkennen. Soll ich nicht doch lieber mit reinkommen? Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Ich habe die Russen und die Japsen geschafft. Ich werde wohl meinen Sohn auch schaffen. Ja, schon, aber... Ich will doch nur mit den Mädchen reden. Und meinen Sohn vor einem großen Irrtum bewahren. Das ist das Wenigste, was ein Vater tun kann. Also, Sie warten einfach hier. Und in 10 Minuten bin ich wieder zurück. Guten Abend, Sir. Hallöchen, hi, hallo. Cities never sleep, while love it learns to dance.
my dream alive. My man, he's my ist das das holländische Mädchen? Ja, allerdings. Ist ein echter Vorschlaghammer, was? Ja, allerdings. Kann schon sein. Wollen Sie auch mal? Nein, danke. Ich habe schon gefrühstückt. Übernimm kurz, ich geh mir mal die Nudel ausbringen. Lass doch mal deine Möpse, please. Hey, ein bisschen mehr Respekt vor meiner Schwester, klar? Schon gut, Kumpel, schon gut. Hey, zeig uns deine Titten! Ja, los, weiter, zieh dich aus! Wir wollen deine Titten sehen! Ja, hol mal die Milchtüten raus! Ist alles klar? Ich werde es dem Koch ausrichten. Johnny, da bist du ja endlich. Komm her. Meinst du mich? Guten Abend. Ich habe Sie singen hören. Sie haben eine wunderschöne Stimme. Danke. Aber ich muss mich jetzt umziehen. Ein anderes Kostüm. Ach, Sie wollen sich umziehen. Bitte verzeihen Sie. Ich gucke so lange die Tür an. Ich bin hier in einer ziemlich wichtigen geheimen Mission. Haben Sie meine Frau gesehen? Nee. Ich hole Ihnen eine neue Flasche. Hallo, Schatz. Wir überprüfen gerade die Vorräte. Du verdammter Bastard! Ach du Scheiße. Was hast du denn wieder getrieben? Wie? Was meinst du? Nichts Besonderes mal. Gibst du mir was zu trinken? Sieh an, Kali. Dieser verdammte Hurenbock! Wo steht der? Nicht doch, es ist doch gar nichts gewesen, Schatz! Jetzt geht das wieder los. Das tut mir außerordentlich! Ich möchte einen Zwischenfall. Ich bin hier, weil es um meinen Sohn Joffi geht. Ich habe gehört, Sie treffen sich öfters. Ich bin kein Notausgang. Komm, nimm ihn doch mal alleine, die Kanone. Ach du Scheiße. Shit, schon wieder ein Attentat. Die Kommis wissen, dass ich hier bin. Tut mir leid, dieser Kerl, der ist völlig irre. Ist dieser Hurenbock? Ich bringe ihn um! Nein, nein, bitte tun Sie es nicht. Ich bin doch von Volk gewählt worden. Jetzt kam ich nicht, du Dreckskerl!
und ihr gebt mir Deckung und sichert den Vordereingang. Halt, stehen bleiben! Sie verstehen nicht, ich muss... Polizei, alles da drüber, eine Wacht schon! Los, los, Bewegung! Ja, was ist denn jetzt bald? Ich bin alleine davor, los, los, runter auf die Beine bleiben, los, schon, los! Ich bin hier, weil ich das Gefühl hatte, ich sollte... Ah. Na hoppla, was haben wir denn hier? Spielt Opa mit kleinen Mädchen rum? Lassen Sie den Mann los, sofort! Los! Dali! Und jetzt Hände über den Kopf! Steck mal das Ding da weg, sonst tust du damit noch jemanden weh. Halten Sie gefällig die Schnauze! Krieg dich wieder ein. Gründen der nationalen Sicherheit kann ich nicht bestätigen, dass der Präsident hier war oder dass er nicht hier war. Oder ob es überhaupt der Präsident war, der hier war oder nicht hier war. Das beantwortet hoffentlich Ihre Frage. Hey Werner, alter Wichser, wo hast du die ganze Zeit gesteckt, Mann? Du hast uns wirklich hängen lassen. Allerdings. Ich werde euch das alles in Ruhe erklären, sobald wir alle wieder in Holland sind. Wieso Holland? Und was mit unserem Jahr hier? Ich will endlich mal unsere Hütte sehen. Unglücklicherweise mussten die Pläne bedauerlicherweise geändert werden. Geändert? Wie meinst du das? Das ist der holländische Botschafter Mr. Gatenbeek. Es ist uns geglückt, eine Vereinbarung mit der amerikanischen Regierung zu treffen. Man wird keine Anzeige erstatten und sie werden dafür auf der Stelle freigelassen. Dafür erwartet man allerdings, dass sie das Land sofort verlassen. Die schmeißen uns doch nicht etwa raus? Na, denen werde ich was verklickern. Wir müssen das doch mal realistisch sehen. Alle Anklagen werden fallen gelassen. Sie könnten euch auch monatelang einsperren. Ach ja? Dann möchte ich aber dieselbe Zelle wie der Penner, den ich auf meiner Schwester erwischt habe. Wer soll das sein? Das ist natürlich nicht für die Öffentlichkeit. Hören Sie, Mrs. Flodder. Es bleibt doch sicher alles unter uns, was hier passiert ist. Darauf kann ich mich doch verlassen, habe ich recht? Lass mal, Werner. Offensichtlich stinkt hier was zum Himmel. Das verstehe ich schon. Aber die bescheißen uns hier um ein Jahr Amerika und das geht mir nicht so gut rein. Werner, wenn wir uns mal nicht so genau nehmen, wir nehmen es ganz locker. Und wir können es auch kaum erwarten, alle zusammen in der ersten Klasse zurückzufliegen. Natürlich in völlig neuer Klamotte, denn bei dem ganzen Halligalli hier hatten wir ja keine Zeit, richtig einzukaufen. Neue Klamotten? Ja, ich würde sagen Pelze für Ma und Kees und für mich ein paar Schlangenlederstiefel. Alles Roger? Und ein paar Zigarren. Ja, ein paar Kisten Zigarren und natürlich ein bisschen Klimpergeld. Ach so, und eine Rolex für jeden, damit wir den Abflug nicht verpassen. Das will doch niemand, also, oder? Ich glaube, da lässt sich was machen. Ja, da bin ich ganz sicher. Ich glaube, wir haben noch Zeit für ein Gläschen Champagner im VIP-Club. Ja, geile Idee. Kommst du auch mit, Werner, bevor du dir wieder einen abwickst? Meine Herren, es war uns ein echtes Vergnügen. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Für alles und so. Ich hoffe inständig, dass wir die zum letzten Mal gesehen haben. Einen weiteren Besuch könnte Amerika nicht verkraften. Mama, wie hat's dir gefallen? Naja, für einen Urlaub war's nicht besonders erholsam. Und diese Amerikaner? Ein bisschen zu vulgär für meinen Geschmack. Ja, Holländer werden die nie. Was liest du denn da, Werner? Playgirl?
Hahaha.